Weiß und Blau, der offizielle Löwen-Podcast mit Claudia Pichler. Servus, liebe Löwenfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Weiß und Blau, der offizielle Löwen-Podcast, präsentiert von Die Bayerische. Ich freue mich, dass ich mal wieder da sein darf. Mein Name ist Claudia Pichler. Ich wechsle mich hier ab mit dem Sebastian Schech. Wir interviewen unsere Spieler oder löwennahe Personen hier im Podcast und wir lösen uns ein bisschen vom aktuellen Spielbetrieb und reden einfach ein bisschen persönlicher und lernen so den Mensch hinter dem Spieler kennen. Ihr könnt uns zuhören auf allen gängigen Podcast-Portalen und auch zuschauen auf YouTube, einfach bei LöwenTV. Und wenn ihr Fragen oder Kritik oder auch Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@tsv1860.de. Genau, soweit alles Wichtige vorab um meinen Gast. Er sitzt mir schon gegenüber. Schön, dass du da bist. Ein ganz frischer Neuzugang hier in München. Serhat Semigüler. Servus. Servus, servus. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, gerne. Wir reden jetzt gerade direkt nach einer Trainingseinheit. Wie geht's dir? Bist du fit? Bist du erschöpft? Was habt ihr gemacht? Na, geht. Also war schon eine ordentliche Einheit, aber erschöpft bin ich jetzt nicht. Alles gut. Ja, du wirkst auch noch sehr frisch. Ja, frisch geduscht. Ja, sehr Deswegen gut. Passt alles, ja. Sehr gut. Serhat Semi. Wie spricht man dich an? Semi eigentlich, oder? Also Semi. In meiner Heimatstadt in Köln, so meine engsten Freunde, sage ich mal, oder aus der Schulzeit, die haben mich mal Serhat genannt. Mhm. Das war so mein Name dort, aber seit ich dann Fußball gespielt habe, bin ich in den Fußballmannschaften immer Semi. Ist ein bisschen einfacher, glaube ich, so auszusprechen als Serhat. Ja. Ja, deswegen, genau, Semi einfach. Aber du hörst auf beides? Ich höre auf beides, ja. Ich glaube, es gibt noch einen Semigüler, der auch ein Fußballer ist, kann das sein? Ja, der ist auch ein bisschen, spielt auch ein bisschen höher als ich bei Real Madrid. Der hat denselben Namen. Nee, das stimmt gar nicht. Semigüler ist bei einer anderen türkischen Mannschaft. Ja. Spielt auch in der ersten Liga aber. Und es gibt noch einen Arda Güler bei Real Madrid jetzt. Seit kurzem ist ein bisschen sehr, sehr großer Hype um ihn. Ja, es gibt glaube ich auch einen Serhat Güler, der ein Boxer ist. Richtig, den gibt es auch. Ja, habe ich auch erst vor kurzem jetzt gesehen im Internet. Ja. Deswegen, ich glaube, der Name ist schon gut. Ja, der Name ist auf jeden Fall gut. Ja, wir fangen hier immer mit derselben Einstiegsfrage an, die gar nicht so leicht ist, weil wir ja euch ein bisschen eben persönlicher kennenlernen wollen. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Also was sind so deine, sagen wir mal, zwei, drei wichtigsten Charakterzüge, die dir so spontan einfallen? Boah, ich erwähne jetzt natürlich nur gute. Ja, klar. Ich glaube, ich bin sehr energievoll, ich habe sehr viel Energie als Mensch so grundsätzlich. Auf dem Platz glaube ich auch, aber auch wie gesagt im Privaten. Ist halt schwierig, so einen selber einzuschätzen. Ich bin jetzt auch nicht wie so ein, der es so selber liebt. Ich glaube, ich bin sehr liebevoll. Ich glaube, ich bin ein sehr, sehr lieber Mensch, sehr nett, der Streit aus dem Weg gehen möchte auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin hier und da ein bisschen zu ungeduldig. Also hektisch, hibbelig würde ich sagen, so, das ist so eine Eigenschaft, die ich auf jeden Fall verbessern muss. Ja, ungeduldig. Ja. Wie äußert sich das? Das war schon immer so. Ich war immer so, das geht glaube ich so mit der Energie, das ist gut, aber ich bin dann manchmal zu aufgedreht, zu hektisch, ich will dann vieles zu schnell und das geht dann ins Negative, glaube ich, deswegen. Ja, aber lieber das ein bisschen kanalisieren. Ja, aber lieber so als zu fad. 100%. Ja, wenn wir jetzt über deine bisherige Fußballerfahrung reden, aber auch über dich eben, du bist ja in Köln geboren. Genau. Jetzt hat man natürlich von München aus, von Köln so ein bestimmtes Bild, wie wahrscheinlich auch andersrum. Ja. Die Kölner haben auch ihre Vorurteile wahrscheinlich über München. Ja. Wie würdest du Köln beschreiben oder an was erinnerst du dich so aus deiner Kindheit da, das Aufwachsen so? Ich glaube, Köln ist sehr, sehr herzlich auf jeden Fall. Die Menschen sind sehr, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen brüderlich, aber die sind schon sehr eng auf jeden Fall. Also auch wenn man mit einem Fremden redet, das ist schon sehr, sehr so gefühlt persönlich. Ist ein bisschen anders als in München, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Das ist so, glaube ich, was Köln auf jeden Fall ausmacht. Das ist so sehr echt. Das ist eine echte Stadt, schwierig zu beschreiben, aber einfach ein bisschen andere Luft, anderes Klima als in München einfach. Ja, also ich würde das auch sagen. Ich war noch nicht so oft in Köln, aber ich würde jetzt sagen, es ist vielleicht nicht die schönste Stadt, aber so die freundlichsten Menschen, die sehr einfach sehr offen sind und man kommt schnell Definitiv ins Gespräch. Sehr offen. Ja, 100% das auf jeden Fall. Köln ist übrigens auch sehr schön. Ist immer ein Besuch wert.
ist auch meine Lieblingsstadt in Deutschland. Also wahrscheinlich, weil ich dort geboren bin und dort fast immer gelebt habe, aber ich finde Köln schon sehr schön. Aber München ist auch sehr schön, muss ich sagen. Also ich bin jetzt seit 2,5 Wochen knapp hier. Ja. Ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Sehr groß auch, mir ein bisschen zu groß sogar, würde ich sagen, für mich persönlich. Ist dann nochmal, glaube ich, hat 500.000 knapp mehr als Köln, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber ich glaube, wenn du es ein bisschen kennenlernst, wirst du auch merken, dass es eigentlich auch, es ist auch keine richtige Großstadt. Nicht? Nee. Ja, kann sein, weil ich jetzt neu bin, weil ich immer alles suchen muss und ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ja, aber hast du schon eine Wohnung überhaupt? Nein, ich wohne jetzt erstmal im Hotel. Ja. Bleibe auch erstmal dort bis zum 18.05., weil ich mich erstmal auf den Fußball konzentrieren wollte und ich jetzt Wohnung suchen und dann wieder einrichten etc. Ja. Wäre alles zu stressig gewesen und ich habe mir auch sagen lassen, dass eine Wohnung zu finden in München sehr, sehr schwierig ist und teuer. Das stimmt, beide stimmen. Ja, deswegen will ich mir jetzt keinen Stress machen und erstmal die Saison vernünftig zu Ende bringen und dann im Sommer mir dann eine Wohnung suchen und einziehen, ja. Aber hast du schon viel gesehen von der Stadt hier? Ich glaube schon, ja. Ich bin schon ein bisschen unterwegs gewesen jetzt in den 2 Wochen. Also war in der Stadt ganz normal, war ein paar Cafés, ein bisschen was essen. Also eigentlich nur Essen, in den Essensspots. Genau. Ja, das ist auch das Wichtigste. 100%. Ich wohne im Hotel, wie gesagt, ich muss oft draußen essen. Ja. Deswegen muss ich da schnell ein paar Läden finden. Ja, aber wenn wir nochmal zurückgehen jetzt nach Köln. Und wie bist du da aufgewachsen? Hast du Geschwister? Ich habe 2 Geschwister, einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Also du bist der Jüngste? Ich bin das Küken zu Hause, genau. Ja. Das hat ja Vorteile und Nachteile, oder? Ja, 100%. Hat Vor- und Nachteile, ja. Und habt ihr immer noch guten Kontakt? Seid ihr eng so als Geschwister? Ja, auf jeden Fall. Also mit meiner Familie generell. Ich bin ein Familienmensch. Ich telefoniere sehr oft. Ich bin auch eigentlich relativ oft drüben, muss ich sagen, wenn ich mal Zeit finde. Habe auch noch viel andere Familie in Köln. Deswegen, also ich finde das auch sehr wichtig, dass man den Draht zu seiner Familie immer beibehält. Ja. Auf jeden Fall. Und wie ging das dann los bei dir mit dem Fußball? Ist eine coole Geschichte eigentlich. Also ich habe einfach vor der Tür gespielt mit Freunden und wir waren immer so eine, dort wo ich herkomme, dass, dort gibt es keine Straßen vor der Türe. Man hat sehr, sehr viel Fläche, wo keine Straßen sind. Das ist nur so nur ein Bürgersteig für Fußgänger und da kommt man halt sehr, sehr viel spielen. Da waren immer sehr, sehr viele Kinder, Jugendliche und habe dann auch sehr viel mit Älteren gespielt. Wie gesagt, mein Bruder ist auch älter und mit den Freunden und dann immer angepasst, sage ich mal so, als Jüngerer. Und habe dann einfach auf der Straße Fußball gespielt und dann kam ein Trainer von KSV Heimersdorf, heißt der Verein, war mein erster Verein, hat mich dann gefragt, ob ich mal Bock hätte zu spielen. Ich glaube, ich habe dann einfach so Nein gesagt, also weil es ein fremder älterer Mann war, der mich einfach auf der Straße angesprochen hat. Sehr gut, darf man nicht mitgehen. Ja, deswegen habe mich dann gefragt, ob ich mal Bock hätte, bei ihm im Verein zu spielen. Er hat aber dann nicht locker gelassen und da waren halt, wie gesagt, viele, viele Jungs und auch ein paar Ältere und dann sind wir, glaube ich, mit meinem Bruder oder mit irgendwelchen älteren Freunden, ich weiß es nicht mehr ganz genau, zu mir nach Hause, aber wie gesagt, direkt vor der Türe. Genau, hat dann meine Eltern gefragt und die haben dann als Bedingung gehabt, dass er mich halt hin und her fährt, also abholt und dann wieder nach Hause fährt. Genau, und das haben wir dann so gemacht auf jeden Fall. Wie alt warst du da? 6,5, so, ich glaube, ich habe 6,5, 7, irgendwie sowas. Ja. Und dann hast du da regelmäßig im Verein auch schon trainiert? Ja, aber sehr kurz, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, knapp 3 Monate dort gespielt und wurde dann auch schon gescoutet von einem Scout aus Leverkusen. Und dann war das Kapitel eigentlich schon fast zu Ende in Heimersdorf. Du bist dann nach Leverkusen, warst du da im LLZ da? Genau. Und ist es auch ein Internat oder wie musst du mir das vorstellen? Oder wie weit die Distanz Köln-Leverkusen jetzt nicht so weit jetzt? Oder? Nein, ist nicht weit. Sind, ich glaube, 20 Minütchen war das von mir so entfernt ungefähr. Ja. Sind ja Nachbarstädte. Wir hatten aber erstmal eine sehr lange Zeit Probetraining. Das war gegenüber mehrere Monate, weil wir dann die erste Jugend gewesen wären in der U8, sag ich mal, mit 7 Jahren. Weil es gibt vorher keine Mannschaft in Leverkusen. Und dann haben die, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich sag mal jetzt aus 50 einfach, haben die dann sich 8 Spieler ausgesucht, die dann die U8 gebildet haben in Leverkusen dann. Im darauffolgenden Jahr, genau. Und dann habe ich es Gott sei Dank geschafft. Ja. Aber dann, also war das dann so ein Internat? Oder nee, bist es du war also es, ich muss ein bisschen springen. Also es gibt ein Halbinternat, glaube ich, in Leverkusen, wenn ich mich nicht ganz irre. Also wir wurden dann irgendwann, ich bin dann ab der 5. Klasse bin ich dann aufs Gymnasium gegangen in Leverkusen. Das war dann eine Partnerschule, eine Sportschule.
Und dort wurden wir dann halt, wenn die anderen Sport hatten zum Beispiel, wurden wir dann abgeholt als Leverkusen-Spieler und hatten dann Fußballtraining. Mhm. Und wurden dann auch nach der Schule abgeholt, hatten dann Essen, Hausaufgabenbetreuung. Das war dann auch sehr wichtig damals in Leverkusen, die Schule. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so ein Halbtagsinternat, glaube ich, passt okay, glaube ich, ja. So. Das war so unser Ding in Leverkusen damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber... Und wie ging es dir in der Schule? Hast du dich leicht getan oder eher schwer? Also ich muss sagen, mittlerweile, ich vermisse die Schule extrem. Wirklich? So, ja, das ist so ein Teufelskreis. Und ich glaube, wenn ich das jetzt meinen jüngeren Cousins sage oder Cousinen sage, glaub mir, genieß die Schulzeit, das ist die beste Zeit, die es gibt. Die sagen die auch, komm, Quatsch, ja, immer der Stress, Klausurenstress etc. Aber ich glaube, wenn die dann so alt sind wie ich, sagen die dasselbe zu den kleinen Jüngeren und das ist einfach so ein Teufelskreis, glaube ich. Also ich bin schon relativ gut durchgekommen durch die Schule, muss ich sagen. Habe mein Abitur auch dort beendet. Ich war sehr lernfaul, muss ich sagen. Also ich habe die Sachen schnell aufgenommen. Ich hab so eine gewisse Grundintelligenz einfach gehabt, Gott sei Dank. Habe aber, wie gesagt, nicht viel gelernt und habe mich immer so irgendwie, bin immer irgendwie durchgekommen. Also jetzt ohne sehr gute Noten zu haben, muss man ehrlicherweise sagen, ich habe mich immer irgendwie einfach durchgewurschtelt. Es hat aber funktioniert, ich habe mein Abitur gemacht, von daher passt das. Und, also dachtest du da schon, du willst einfach immer Fußball spielen und willst Fußballer werden? Damals noch auf jeden Fall, also 100%. Wir hatten noch eine sehr, sehr gute Jugend, muss ich sagen, in Leverkusen. Also auch mein Jahrgang war sehr gut, sind auch viele Profis geworden. Mhm. Ich glaube, aus meiner ersten U8, wie ich gerade gesagt habe, sind, glaube ich, 50% Profis geworden. Okay, krass. Haben schon alle Erst- oder Zweitliga gespielt. Das ist schon eine sehr, sehr gute Quote, glaube ich. Ja. Ich habe das immer so als Plan gehabt. Also immer noch, auch jetzt, dann, wo es mal nicht so gut lief. Ich hatte auch eine Zeit, die ein bisschen schwieriger war für mich. Habe ich immer das Ziel gehabt, so Fußballprofi zu werden. Weil ich war überzeugt von meinen Fähigkeiten. Und es gibt auch nichts, was mir so Spaß macht, einfach wie der Fußball. Und ich glaube, der Job sollte einem Spaß machen. Dann macht man das umso besser. Von daher war das immer mein primäres Ziel auf jeden Fall, ja. Ja, super. Und wie verlief es dann so in der Jugend? In der Jugend lief es bis zu U17 eigentlich reibungslos. Mhm. U17 ist die B-Jugend. Ja. In Leverkusen hat man keine U16. Das ist in anderen Mannschaften nicht so. Dann wird die Hälfte von der U15 aussortiert. Okay. Und nur die Hälfte kommt weiter in die U17. Dann spielt man halt mit einem Jahr Älteren zusammen. Ja. Und danach im darauffolgenden Jahr ist man dann ein Jahr älter als die anderen, sage ich mal. Ja. Im Jungjahrgang, also wo ich jüngerer Jahrgang war, war ich noch dort. War aber körperlich, muss ich sagen, sehr, sehr schmächtig und klein. Ich bin irgendwann später erst mit 18, 19 bin ich erst gewachsen, habe mich körperlich entwickelt. Das war, glaube ich, so der Grund, warum ich ein bisschen hängen geblieben, will ich ja nicht sagen, aber ich war schon ein bisschen zurückgeblieben, wenn man das mit den anderen verglichen hat. Die waren schon so gefühlt halbe Männer. Ja. Wurde dann dort aussortiert im zweiten Jahr. Ist natürlich auch fies, weil da hast du ja keinen Einfluss drauf. Kannst jetzt nicht einfach da wachsen. Da hat man keinen Einfluss drauf. Ich weiß gar nicht, ob es vom Verein kam damals, aber ich habe mir auch den Daumen mal messen lassen gehabt damals. Damit man schaut, wie groß man, also die Ärzte können das ja gucken, dass du dann schaust ungefähr, wie groß du wirst. Plus, ach, minus 5 cm, wenn man dann Daumen misst, echt? Ja. Ich kenne das nicht. Da gibt es so ein besonderes Röntgen, da machen die plus minus 5 cm. Okay. Und so ungefähr wird man dann groß, also genau. Ich kenne das nur von Hundewelpen, wenn die große Pfoten haben. Das ist ja ähnliches Prinzip. Nee, bei Menschen ist ja, genau, ist bei Menschen auch, also wie gesagt, ich bin übrigens schon 5-6 cm größer geworden, als dort stand auf jeden Fall. Ah, siehst du mal. Ja, also das war so der Grund, dann, warum es da nicht geklappt hat. Und dann bin ich von dort aus zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Das geht ja eigentlich gar nicht, oder? Von Köln nach Düsseldorf. Ich habe überall gespielt, außer in Köln. Also ich habe bei Leverkusen gespielt und bei Düsseldorf, also bei den zwei Feinden. Ja. Hat nur noch Gladbach gefehlt. ich habe bei beiden Vereinen gespielt, außer in Köln. In Düsseldorf lief es nicht so gut, muss ich sagen, für mich. Ich bin dort hingewechselt in die U17-Bundesliga, habe meinen Vertrag unterschrieben und die sind dann irgendwie noch abgestiegen, obwohl die eigentlich schon so gut wie sicher waren. Oh. Und habe dann darauf das Jahr halt nicht mehr U17-Bundesliga gespielt, sondern U17-Niederrheinliga. Sind dort aufgestiegen aber. Mhm. Ich habe mich aber leider schwer verletzt in der im ersten Spiel in der Rückrunde. Okay. Hatte dann eine sehr langwierige Verletzung an meinem Fuß, also habe immer wieder ein Bänderriss gehabt und das hat sich dann immer gezogen über Monate. Ja. Und am Ende wurde ich dann operiert. Dann ein halbes Jahr lang gar nicht spielen können. Also insgesamt habe ich knapp 11 Monate lang in Düsseldorf in den 2 Jahren kein Fußball gespielt. Ja, und, aber sowas ist auch nimmt einen auch krass mit, oder? Also es ist auch mental schwierig, wenn du immer wieder dann so eine Verletzung hast oder wenn du irgendwie so blockiert bist.
Ja, also das hat mich, ehrlich gesagt, bevor die Verletzung so öffentlich wurde, hat mich das viel mehr mitgenommen, weil ich habe keinem Bescheid gesagt, ich habe immer weitergespielt die ganze Zeit. Und das hat schon halt gezogen so. Ich habe dann immer mit Schmerzen gespielt, habe mir dann einfach vor dem Training Schmerztabletten reingepfiffen. Was auch nicht gut ist übrigens für die Leute, sollte man nicht machen, weil am Ende wurde schon operiert, wie gesagt, es hat dann nicht mehr von selber geheilt und hat dann ein halbes Jahr lang halt gedauert, bis ich dann nach der OP wieder fit geworden bin, sage ich mal. Aber ich muss sagen, also so Verletzungen, ich habe danach nochmal eine sehr, sehr langwierige Verletzung gehabt, über anderthalb Jahre. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv, also ich nehme es einfach so hin, wie es ist, weil das Leben ist einfach so, hat halt Ups und Downs. Ja. Und man muss halt einfach die Sachen so nehmen, wie sie sind und das Beste daraus machen. Deswegen tue ich mir das ehrlich gesagt nicht so schwer mental, wenn ich mal, wenn es auch mal nicht so läuft, auch wenn man fit ist. Es gibt ja einfach auch Vereine, wo es dann nicht so läuft, wo man nicht so viel spielt. Deswegen muss man einfach immer positiv bleiben und Gas geben und irgendwann auf Dauer setzt sich Qualität hoffentlich durch. Deswegen einfach Gas geben und dann wird das schon. Ja, das ist eine super Grundeinstellung, weil du natürlich immer, also es kommt ja auf so viele Faktoren an. Genau, ja. Also klar, das Körperliche muss erstmal fit sein, aber es passt, also das ganze Umfeld und alles muss ja passen. Ja, 100%. Dass du da irgendwie deine Leistung auch abrufen kannst und so. Ja. Das hat man ja nicht alles selber in der Hand. Deswegen. Und ja, nach Düsseldorf, wie ging es dann weiter? Dort wurde ich auch dann aussortiert. Wie gesagt, nach meiner langwierigen Verletzung, ich bin dann auch nicht mehr ehrlich gesagt so richtig zu mir gekommen, so muss ich sagen, danach. Bin danach zu Fortuna Köln gegangen, in die U19-Bundesliga dort. Hatte ich auch ein gutes halbes Jahr, muss ich sagen, in der ersten Hälfte der Saison. Habe, glaube ich, 5 oder 6 Tore gemacht auch. Wir sind übrigens auch abgestiegen am Ende. Also wir waren als Mannschaft jetzt nicht so stark, aber habe halt schon ein paar Tore gemacht. Habe mich dann auch in der Rückrunde, da habe ich dann eine Schambeinentzündung gehabt. Die Verletzung war mir auch fremd damals. Habe dann knapp 1,5 Jahre nicht spielen können. Oh, shit. Genau, und das war so meine Jugendzeit. Genau. Ja. Wie hat eigentlich deine Familie reagiert? Also, oder in deiner Familie gab es jetzt nicht andere Fußballer oder so? Es ist ja bei manchen schon irgendwie familiär geprägt, aber was haben die gesagt, als du diesen Weg so eingeschlagen hast? Also, mein Bruder ist auch oder war professioneller Boxer, war auch sehr, sehr gut in der Jugend auch, hat dann irgendwann einfach nicht mehr das Ziel gehabt, sag ich mal, ganz hoch zu kommen, hat dann einfach ist nur noch hobbymäßig gemacht, deswegen kannten die schon ein bisschen so die sportliche Adler, sage ich mal. Mhm. Aber also meine Eltern haben Spaß gehabt, glaube ich. Die sind viele rumgekommen durch Europa. Viel gesehen, viele Städte gesehen, die sie, glaube ich, sonst nicht gesehen hätten. Deswegen war das schon, also hat das schon gepasst für die. Und ich glaube, die sind auch stolz auf mich. Hoffe ich. Bestimmt sind die das. Die werden dich ja bestimmt auch mal in München dann besuchen. Ja, 100%. Ich glaube, sogar nächste Woche haben die vorzukommen. Ja. Sehr gut. Ja, und wie war dann der Sprung zu den Herren? Wann waren da die ersten Einsätze? Wie gesagt, das erste Jahr im Herrenbereich habe ich gar nicht gespielt, wegen der Verletzung. Ach so, ja, das war genau. Okay. Und habe dann, ich bin bei Fortuna Köln geblieben, weil ich habe das Ziel gehabt, also die erste Mannschaft war damals in der dritten Liga und das war halt das Ziel, dass ich dann dorthin komme und ich glaube, es sah auch relativ gut aus im ersten halben Jahr und habe dann 2 Jahre dort in der sechsten Liga verbracht. Immer so mit dem Kopf so, ne, ich pack das jetzt. Ich war da ein bisschen stur so, ich muss jetzt in die erste. Mhm. Und es hat leider erst dann geklappt, als sie abgestiegen sind aus der dritten Liga in die Regionalliga. Und das war so dann der erste Step, wo ich dann professionell Fußball gespielt habe. Also so halt mit Morgenstraining und nichts anderes mehr nebenbei gemacht habe. Ja. Ich habe übrigens noch zwischenzeitlich studiert. So, ja. Studiert also, hast du angefangen. Auch? Ich habe angefangen. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du auch abgeschlossen? Nein, leider nicht abgeschlossen, aber ich habe angefangen auf jeden Fall. Was hast du denn studiert? Wirtschaftsinformatik. Ja. Ja. Und wie lange? Ein Semester? Ich habe schon lange studiert, aber ich habe nicht viel gemacht, muss ich sagen. Ich habe, ich kann das gerade gar nicht, glaube ich. 2 Jahre habe ich, glaube ich, offiziell studiert. Ja. Hab, glaub ich, also warst du eingeschrieben? Ja, ich war eingeschrieben auf jeden Fall. Ein bisschen BAföG mitgenommen. ich habe, glaube ich, 4 Klausuren bestanden. In den 2 Jahren. Also wie gesagt, ich habe wirklich nicht viel gemacht. Also ja. Ich war schon relativ oft da, muss ich sagen, aber irgendwie bin ich nicht so richtig zum Studieren gekommen. Aber war da schon so die Idee oder so, war das so ein Plan B dann oder wie? Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, vom Umfeld her und wie gesagt, ich war dann 22, habe 6. Liga gespielt und mit 22 ist man schon relativ alt mittlerweile im Fußball so gefühlt. War dann halt lange verletzt gewesen davor und dann hat man schon vom Umfeld, von Familie immer wieder gehört, so lass Fußball jetzt sein, konzentriere dich aufs Studium, konzentriere dich aufs Arbeiten nebenbei, such dir mal eine andere, wie sagt man,
eine andere Sparte einfach, sag ich mal. Was Seriöses. Genau, was Seriöses, einfach was einfach sicher ist. Und ich war so gefühlt, ich will jetzt sagen der Einzige, aber ich war schon gefühlt der Einzige, der so daran geglaubt hat, dass ich das noch irgendwie in dem bezahlten Fußball schaffe. Also ja. Da war die Stuhl halt wieder was Gutes auf jeden Fall, dass ich dran geblieben bin. Ja, und dann ging es ja auch bergauf. Ja, geht. So schnell ging es nicht bergauf, muss ich sagen. Also ich habe dann bei Fortuna Köln, muss man auch sagen, dass dann zwei Saisons wegen Corona abgesagt wurden. Mhm. Also eine Saison haben wir, glaube ich, 18 Spiele gemacht nur. Ja. Und dann bin ich halt in den Osten gewechselt, nach Meuselwitz. Ist in der Nähe von Leipzig. Mhm. Ist ein Regionalliga Nordost. Mein U19-Trainer von Fortuna Köln ist dann dorthin gewechselt. Ja. Und hat mich dann mitgenommen. Das heißt, das war so das erste Mal auch, dass du aus diesem Dunstkreis oder aus dieser Region mal ein bisschen rausgekommen bist. Genau. War mein allererstes Mal, dass ich auch dann alleine gewohnt habe. Ich habe dann in der WG gewohnt mit einem alten Schulkollegen sogar, der ist auch dann dorthin gewechselt. Ich wollte auch bewusst weg, muss ich sagen. Ja. Dass man ein bisschen reift, ein bisschen mal was anderes sieht, mal rumkommt, vielleicht auch dort weiterkommt und sich nur auf Fußball konzentrieren kann, ohne irgendwelche Ablenkungen. Lief auch ganz okay, muss ich sagen, dort. Habe auch, wie gesagt, 13 Spiele gemacht nur dort. Und dann kam halt wieder Corona. Und dann wurde die Saison dort abgebrochen. Mhm. Und dann bin ich halt wieder nach Bonn gewechselt. Mhm. In der Winterpause. Und das erste halbe Jahr war halt so ein Abschießkampf. Was soll ich sagen? Lief jetzt nicht schlecht, lief aber nicht gut. Also war ganz normale Saison, würde ich sagen. Im darauffolgenden Jahr ging es dann, Gott sei Dank, bergauf. Habe dann 14 Tore gemacht in der Regionalliga. Sind leider abgestiegen mit Bonn. Das hat mir auch sehr wehgetan, muss ich sagen, da, weil es ist auch so ein sehr, sehr cooler Verein, sehr familiär, sehr, sehr eng noch, sehr echt auf jeden Fall. Spielen leider immer noch in der Oberliga jetzt, nach dem Abstieg nicht mehr hochgeschafft. Bin dort dann nach Wuppertal gewechselt und dort lief es dann sehr, sehr gut. Ja, da lief es super. Da lief es sehr gut, muss ich sagen. Hat noch eine sehr gute Mannschaft. Ja. Haben sie leider den Aufstieg nicht gepackt, sind dann Zweiter geworden am Ende der Saison. Aber du hast, glaube ich, von 29 Spielen hast du irgendwie wie viele Tore gemacht? 23 Tore und 9 Vorlagen, genau. Ja, mega. Das war eine sehr gute Saison auf jeden Fall. Ja. Und dann bin ich halt nach Rostock gewechselt in die zweite Liga, was auch so ein riesen Schritt war. Ja. Also ich muss sagen, kam auch sehr unerwartet für mich so. Klar, war mir klar, dass der nächste Step auf jeden Fall jetzt passt, glaube ich, nach so vielen Toren und so vielen Vorlagen. Sollte das passen zumindest. Dass dann die Zweitliga geworden ist, hat mich natürlich umso mehr gefreut. Und das war natürlich wie aus dem Bilderbuch, würde ich sagen. Damit mit 26 richtig in den Profifußball zu wechseln, war schon top. Ja, ja. Und dann, wie ging es dir dann da in Rostock? Ich muss sagen, gut. Also ich habe mich auch sehr gut eingefunden, habe gute Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe jetzt, auch nach dem Wechsel. Rostock ist auch eine sehr schöne Stadt, habe ich auch nicht erwartet, muss ich sagen, mit dem Meer und schönen Hafen etc. Dort sind die Menschen wiederum anders als in München und in Köln. Ja. Das hat mir dann nicht so sehr gepasst, muss ich sagen. Okay. Also war schon eine sehr, sehr krasse Umstellung, was die Menschen angeht dort, muss ich sagen. Aber wie gesagt, die Stadt war schön, ich habe mich gut eingefunden, gute Freunde kennengelernt auch. Und ich glaube auch nicht so eine schlechte Leistung gebracht dort. Wenn man das von außen betrachtet, war das schon okay so. Habe 10 Spiele gemacht in der zweiten Liga, nachdem ich von der vierten Liga dort hochgewechselt bin. Aber für mich persönlich war das unbefriedigend, muss ich sagen. Weil ich habe mir dann schon ein bisschen mehr erhofft und auch mehr verdient, so meiner Meinung nach. Deswegen hat das leider nicht so ganz gepasst dort. Ja. Aber trotzdem bin ich dankbar für die Erfahrung. Ich bereue auch keinen Schritt, so muss ich sagen. Wenn man die Möglichkeit hat, in Hamburg vor 57.000 zu spielen, dann macht man das, glaube ich. Deswegen, passt das schon so, wie es jetzt ist. Ja, und dann kamst du zu uns hier nach München. Ja. Wie hat sich denn das angebahnt oder wie ist das zustande gekommen? Ja, wie gesagt, ich war unzufrieden mit meinen Spielzeiten. Mhm. Es war auch jetzt in Rostock nicht die Rede davon, dass ich jetzt den Verein verlassen soll. Das war dann meine bewusste Entscheidung, weil ich spielen möchte. Vor allem jetzt in dem Alter, sage ich, ich habe jetzt nicht mehr so lange. Ich hoffe, ich kann noch 7, 8, 9 Jahre spielen. Deswegen will ich so viel wie möglich spielen, Spaß haben und Tore schießen, so, das ist mein Job. Deswegen habe ich mich dann bewusst dafür entschieden, dann den Verein zu wechseln einfach. Also so kam das dann und dann hat sich 1860 München bei meinem Berater gemeldet und er hat es mir dann weitergeleitet und dann hatten wir ein paar Gespräche hier mit den Verantwortlichen, mit dem Trainer, mit dem Geschäftsführer
Und so kam das dann alles. Hattest du die Löwen so auf dem Schirm oder hast du irgendwelche Verbindungen schon hier gehabt? Verbindungen, ich kenne den Marlon Frey sehr, sehr gut. Mhm. Mit dem haben wir uns mit 7 oder 8 schon kennengelernt, bei Leverkusen halt. Er war halt ein Jahrgang über mir. Ah ja. Genau, ja. Und haben auch ein Jahr zusammengespielt und er war auch auf derselben Schule wie ich. Ja. Also wir kennen uns schon relativ gut. Das war so die einzige Verbindung, die ich hier zu München hatte. Aber dann hast du den gefragt, wie ist da? Nee, gar nicht. Gar nicht. Das würde ich sofort machen. Ja, ich weiß, ich mache das bewusst nicht, auch bei den anderen Vereinen, wo ich hingewechselt bin. Da kann ich auch um ein, zwei Leute, aber ich habe das bewusst nicht gemacht, weil es ist so im Fußball meistens, in 90% der Fällen, wenn man nicht spielt, ist man unzufrieden, ist der Verein scheiße, ist der Trainer scheiße. Und wenn man dann spielt, dann ist alles geil und der Verein ist der beste Verein, der Trainer ist der super. Ja. Deswegen will ich mir da eine eigene Meinung bilden, ohne. Ah, ja. Genau, ja. Das ist so der Grund, warum ich das nicht mache, andere Leute frage. Ja. Weil also, es ist einfach so, man ist emotional und Fußball ist auch kein Job, wo man jetzt den Job macht und dann nach Hause geht, dann hat man das vergessen, sondern man nimmt den Job mit nach Hause, man schläft manchmal nicht gut, wenn man das schlecht gespielt hat oder verloren hat. Mhm. Und deswegen, man ist schon sehr emotional und wenn man dann jemanden fragt, dem es dann nicht so gut gerade im Verein geht oder auch sehr gut geht, dann hat man auch eine falsche Einschätzung. Dann ist halt alles geil, ja. Und obwohl dann nicht so ist. Deswegen mache ich so mein eigenes Bild. Ja, verstehe, finde ich voll gut. Ja. Ich werde zu neugierig, ich werde sofort. Nee. Aber gut. Aber was war so deine Erwartung? Warst du vorher schon in München schon mal? Ich war vorher gar nicht in München, ne? Okay. Ich war in Bayern ein paar Mal bei Turnieren in der Jugend. Ja. Aber in München war ich noch gar nicht. Klar, den Verein kennt man in Deutschland, ist einfach ein großer Verein, was auch ein Grund war, warum ich hier hingekommen bin. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich ganz wenig in Drittliga verfolgt. Die zweite auch jetzt nicht unbedingt so viel, muss ich sagen. Deswegen, also ich verfolge eher so den Top-Fußball, sage ich mal, auf der Welt. Deswegen habe ich jetzt nicht so krass ein Bild gehabt von 1860 München, wie es jetzt im Moment aussieht dort. Ja. Aber wie gesagt, den Verein kenne ich auf jeden Fall, den kennt man in Deutschland. Und habe mich dann entschieden, hier hinzuwechseln, genau. Ja, und das ist jetzt gerade irgendwie, wie viel hast du gesagt, 2,5 Wochen bist du jetzt da? Ja, ungefähr, genau. Ja. Ja. Und wie ist dann so dein Eindruck gewesen? Also wie eben mit Mannschaftskollegen, wie hast du dich da eingefunden? Ich würde sagen, gut. Also klar kann man jetzt nicht mit 30 Leuten gleich eng sein, sag ich mal. Das gibt es in keiner Mannschaft. Man hat immer so seine Grüppchen. Mhm. Das muss in Maßen gehalten werden, damit immer noch ein Mannschaftsgefühl herrscht. Aber das ist halt ganz normal. Wie gesagt, durch Marlon war das ein bisschen einfacher für mich, Teil der Mannschaft zu werden. Hat mich auch gut aufgenommen in die Mannschaft. Genau, also. Du warst ja gerade ein paar Tage da und dann war ja schon das Spiel gegen Aue, ja, oder? Wir hatten generell direkt eine englische Woche jetzt. Ja, also eben. Ich habe, glaube ich, zwei Tage habe ich trainiert, dann kam schon Aue. Ja. Und dann kam schon am Dienstag direkt Essen und dann am Sonntag schon direkt wieder Ingolstadt. Also habe dann in der von 9 Tagen, glaube ich, 3 Spiele, habe zwar nur 1 gespielt, so. Deswegen war es halt körperlich nicht so anstrengend, aber ging schon relativ Schlag auf Schlag, ja. Ja, ja, das glaube ich. Und umso erstaunlicher, dass du auch von der Stadt schon so ein bisschen was mitbekommen hast, weil eben ich habe das Gefühl, Fußball nimmt dir dann so viel Raum ein, aber, aber das machst du dann auch schon oder bist da interessiert und schaust dich um und so. Ja, auf jeden Fall, ich schaue mich schon um. Ich glaube, das ist so ein positiver Effekt vom Fußball, dass man viel sieht von der Welt oder von Deutschland, was auch immer, von den Städten, dann sollte man sich die Stadt schon angucken, glaube ich. Das ist schon ein Privileg auf jeden Fall. Ja. Also meine Freunde aus Köln, sage ich, die sehen halt immer nur Köln. Immer in demselben Stadtteil, immer auf demselben Weg zur Arbeit. Deswegen finde ich das schon gut und dass man dann immer wieder an anderen Städten ist und alles so ein bisschen sehen kann. Ja. Jetzt ist natürlich dein erster Job, Tore zu schießen. Bist du da irgendwie, wie soll ich sagen, so abergläubisch oder hast du so Rituale oder wenn jetzt so ein Spiel ansteht, muss dann irgendwie irgendwas nach Plan laufen oder so, was dir ein gutes Gefühl gibt? Hast du da sowas? Nee, gar nicht, muss ich sagen. Also ich bin ganz, sehr, sehr entspannt. Ich habe auch irgendwie. Ich kann auch noch im Spiel noch lachen und ein bisschen Späß machen und kann dann direkt wieder umstellen, den Schalter umlegen. So gibt es andere Spieler, die müssen dann vor dem Spiel duschen und müssen dann in den rechten Schuh erstmal einsteigen. Und es muss alles so nach Plan laufen, damit die sich wohlfühlen. Ich habe das gar nicht, muss ich sagen. Also ich kann auch einfach jetzt von jetzt auf gleich einfach spielen. Also ich mache mir da gar keinen Druck. Bin auch null abergläubisch. Ich spiele einfach, also ich probiere einfach mein Bestes zu geben, wenn ich dann spiele. Und wenn es halt reicht, dann reicht es. Und wenn ich dann... ist es halt so, muss man beim nächsten Mal ein bisschen mehr machen. Ja, das klingt sehr entspannt, weil ich denke mir auch immer, wenn jemand, keine Ahnung, so ein Talisman immer dabei hat und dann vergisst du den einmal und dann hast du gleich schlechtes Gefühl und so. Das ist natürlich, kann man dann irgendwie auch nicht mehr ändern. Ja, genau, das ist auch ein Riesenproblem bei diesen Ritualen. Wenn man dann mal einmal was nicht machen kann, weil man irgendwas vergessen hat oder es gerade nicht passt, dann
fühlt man sich, glaube ich, sehr unsicher im Kopf. Ja. Und so umgeht man das Ganze, ja. Ja. Bist du ein gläubiger Mensch, bist du religiös? Ja. 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 Was, spielt das eine große Rolle für dich? Ja, definitiv. Ja? Ja. Also es ist eigentlich, in jeder Lebenslage ist das so der Maßstab, sage ich mal. Mhm. Klar ist man Mensch, man schafft das nicht immer. Man hat auch seine, wie sagt man, Begierden, Vorlieben etc. Oder man schafft das nicht immer alles. Aber grundsätzlich sollte das schon, oder ich probiere das zumindest so, dass das in jeder Lebenslage der Maßstab ist. Ja. Das ist quasi so wie so deine, also das, was einem so den Rahmen gibt, oder? Genau. Ja. Ja. Also auch beim Fußball, also ich stimme jetzt auch, es läuft jetzt auch gerade in München ehrlich gesagt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Habe jetzt einmal gespielt gegen Aue und danach zweimal gar nicht gespielt und jetzt einmal nur ganz kurz 6 Minuten. Es ist halt, wie es ist einfach. Ne? Also man, wenn man sein Bestes gibt, dann kommt es halt oder kommt es nicht so. Das ist halt mein Glaube. Ja. Ich gebe halt einfach mein Bestes, sodass ich mir selber nichts vorwerfen kann. Mhm. Und wenn es dann passt, dann passt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Deswegen kann das schon helfen. Also auch der Glaube dann in der Hinsicht, wenn es mal nicht so gut läuft im Leben. Ja, das ist auch für die schöne Einstellung. Aber wenn du jetzt mal so ein Spiel hast, wo du dich irgendwie auch persönlich über irgendwas ärgerst, also weil bei dir das nicht so gelaufen ist, kannst du das schnell abhaken dann auch? Ja, geht, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich bin ein Mensch, so, ich probiere das schon so weit wie es geht, von mir fernzuhalten, aber ich kriege das nicht hin. Also man sagt immer im Fußball, man soll die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen, weil das einen immer nur so belastet. Ja. Ich kriege das ehrlich gesagt nicht so gut hin. Dass, ich habe das schon 24/7 im Kopf so gefühlt. Ja. Kann dann auch nach schlechten Spielen so. Ich will nicht sagen, ich bin dann sauer oder so, privat jetzt gar nicht, aber so, wenn ich dann abends allein im Bett liege, dann gehen die Szenen mir durch den Kopf. Ich kann dann nicht so gut schlafen. Mhm. Deswegen, das ist noch so ein Ding, was ich auf jeden Fall lernen muss, ja. Ja, das ist ja auch nicht einfach. Also, was ich ja auch immer so spannend finde oder wirklich herausfordernd finde jetzt als Fußballer, dass man natürlich, du stehst ja auch in der Öffentlichkeit und du musst ja auch immer, oder musst es nicht lesen, aber es wird über dich geschrieben, so, damit muss man halt auch umgehen können. Aber so Social Media mäßig bist du nicht unterwegs, gell? Doch, ja. Aber meine Freunde werden das wissen. Ich lösche das immer mal wieder. Also ich probiere immer wieder so das Smartphone wegzulegen, weil ich bin halt sehr viel alleine zu Hause. Jetzt in München, in Rostock war ich auch sehr viel alleine. Oder damals halt in Meuselwitz. Und man ist dann halt sehr viel am Handy. Mhm. Und ich probiere das immer mal wieder dann zu löschen und ich lüge mich dann selber an, so ich lösche dann Instagram, sage ich mal jetzt. Ja. Yeah. Und denke dann so, ich mache das nicht mehr, aber nach ein paar Monaten holt mich das wieder ein so. Deswegen ist das ein bisschen schwierig so, ich probiere das ein bisschen runterzufahren. Aber so jetzt die Kommentare, muss ich sagen, also die tangieren mich jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Also ich lese das schon ab und zu mal, weil ich die sehr lustig finde manchmal, was die Leute so schreiben. Aber wenn man sich das zu Herzen nimmt, glaube ich, dann kann man gar nicht mehr befreit aufspielen, also. Ja. Wenn man das nicht kann, sollte man die nicht lesen. Ja. Wenn man es halt kann, dann kann man die halt lesen, einfach ein bisschen darüber lachen oder was auch immer, ja. Jetzt, ich habe mich ja so ein bisschen vorbereiten wollen auf dich und was ich öfter gelesen oder gehört habe, dass du so als einer der letzten Straßenkicker gilt, was ja eigentlich auch das ein Kompliment ist, oder? Also ja, definitiv. Klingt immer so ein bisschen, also Straßenkicker klingt vielleicht jetzt nicht nach, wie soll ich sagen, technisch am feinsten, aber halt so kämpferisch und so durchsetzungsstark. Also, wie gesagt, ich habe halt keine Musterlaufbahn gehabt. Ja. Ich, also sind viele auch neben mir eingebrochen in der Zeit, die ganze Zeit, die dann auch dranbleiben wollten. Ja. Deswegen, also ist das schon ein Begriff, was auf jeden Fall passt, weil ich spiele auch so, also ich mache mir jetzt nicht viel Gedanken, mein Spielstil ist auch jetzt nicht so taktisch diszipliniert, sage ich mal. Ich mache schon viel wilde Sachen. genau. Und das passt schon so auf jeden Fall. Also ich nehme das schon als Kompliment auf. Ja. Ja, ich finde auch, das ist was Positives. Ja. Ja. Aber eben, man kriegt ja dann so Zuschreibungen und muss ja irgendwie damit zurechtkommen. Ja. Dann. Ja. Ist nicht so einfach. und sprachlich hast du dich schon integriert in München? Kannst du ein bisschen bayerisch? Hast du schon was aufgeschnappt? Nee, gar nicht. Servus halt. Servus kann gut, ich. Ja. Und sonst halt diese Standardsachen, die man im Fernsehen mal gehört hat oder so, Dahuam oder wie man das auch nennt. Ja, es ist schon sehr gut ausgesprochen. Ja, sowas halt. Sonst bin ich eigentlich eher Kölsch. Kölsch? Ja. Okay. Kann ich auch nicht so gut, aber ein paar Begriffe, ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. 50 zum Beispiel, so, ich sage nicht 50, sondern 50. Ja, ja. Bei sowas halt kommt das schon nochmal raus ab und zu. Aber bayerisch noch gar nicht, ne? Ja. Und Türkisch sprichst du aber auch? Ja. 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 Mit deiner Familie dann? Oder? Also meine Familie spricht auch Kurdisch. Ach, Kurdisch? Ja. Ja.
Kurdisch, Türkisch, Deutsch, sage ich mal, sprechen wir zu Hause. Ja. Wo liegen denn eure Wurzeln genau? In Muş heißt die Stadt, ist im Südosten der Türkei. Mhm. Ich habe leider kein Kurdisch gelernt, also meine Muttersprache kann ich leider nicht. Ich kann Türkisch und Deutsch halt und halt Schulenglisch, Schulspanisch, Schulfranzösisch. Ja. Genau, also wenn meine Eltern damals, die haben uns, warum auch immer, das werfe ich heute noch vor, so dass die uns das nicht beigebracht haben. Aber jetzt, ich habe null Ahnung, wie unterschiedlich oder wie ist das verwandt Kurdisch? Die sind schon sehr unterschiedlich, ja. Okay. Ich sprach nicht, glaube ich, eher mit dem Arabischen verwandt als mit dem Türkischen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also wie gesagt, wenn meine Eltern damals was von uns verheimlichen wollten, haben die mal Kurdisch miteinander geredet. Wie fies. Ja. Und wir standen dann immer so. Warum haben die euch nicht Kurdisch gelernt? Also ich muss sagen, bei mir kann man das schon verstehen. Die haben es mir nicht beigebracht. Ich war echt selten zu Hause. Ich bin dann um 7 weg gewesen in der Schule und bin dann abends um 9 Uhr wieder nach Hause gekommen erst. Warum das meine Geschwister nicht gelernt haben, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Genau. Ja. Das ist halt so, was zu Hause gesprochen wird. Okay. Aber ich rede eigentlich meistens Deutsch mit meiner Mama, muss ich sagen. Mhm. Meine Mama ist auch schon seit die 3 ist hier in Deutschland. Ah ja, okay. Also die spricht auch perfekt Deutsch. Ja. Mein Papa meistens dann Türkisch, genau. Ich kann einen türkischen Satz. Ja. Der ist voll praktisch. Jetzt bin ich gespannt. Arabam yok. Ja, sehr gut. Ich habe kein Auto, ja. Ich weiß nicht, warum ich den kann, aber es stimmt auch. Ja, echt? Ja. Wie kommst du dann durch die Stadt? Fahrrad oder? Nee, eine Vespa habe ich. Okay, Für die Stadt ist die super. Ja. Und sonst fahre ich viel mit der Bahn und so. Aber es nervt. Echt, nervt das? Ja, klar. Warum holst du dann kein Auto? Ja, ich überlege jetzt wirklich. Ich habe es echt lang durchgezogen, immer ohne Auto. Ja. Aber Ich finde das cool, wenn man so Sachen macht, die andere nicht machen sollen. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt, mit der Bahn noch viel rumzufahren. Ich fahre auch mal gerne ab. Also wenn ich in Köln bin zum Beispiel, fahre ich schon ab und zu Bahn. Ja. Um einfach... um das Feeling wieder zu haben, warum man es nicht macht. Genau. Ja, nee, ich bin gar nicht... klar, nervt das manchmal, wenn die Bahn dann zu spät kommt und alles oder man einen dreckigen Platz hat. Aber mal einfach unter Leute kommen, ein bisschen Menschen sehen, man kriegt sehr, sehr viele Sachen mit, so finde ich, wenn man Bahn fährt. Sehr lustige Sachen, sehr viel. Ja, das stimmt. Deswegen fahre ich schon, muss ich sagen, ab und zu gerne Bahn, ja. Aber sonst alles mit dem Auto. Sonst alles mit dem Auto, ja. Was, wie sagt man, ich habe ein Auto, Arabam... War. Arabam war. War, okay. Genau. Jok merke ich mir schon mal. Jok war es. Ja, hab ein Auto, ja. Ja, sehr schön. Du, ey, ich glaube, wir kommen schon langsam zum Ende. Ja. Also du möchtest noch irgendwas dringend loswerden? Was du eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, nichts Dringendes jetzt. Wenn du ein paar Fragen hast, gerne, aber ich habe jetzt auch von mir aus nichts mehr. Ich habe noch ein paar kurze Fragen. Ja. Da habe ich meinen Spicker hier. Das ist einfach, das sind so Entweder-Oder-Fragen. Okay. Kannst du kurz beantworten oder auch ausführlicher, ganz wie du magst. Ja, ich guck mal. Die erste ist unser Klassiker. Weiß oder blau? Weiß. Fleisch oder Gemüse? Fleisch. Ja. Ich liebe Fleisch. Ja? Ja. Was isst du am liebsten? Oh, ich esse viel Steak, muss ich sagen, draußen. Ja? Ja, viel Filet. Das ist so, was mir am meisten gefällt, muss ich sagen. Kannst du auch selber kochen? Ja. Ich habe es mittlerweile gelernt. Ich habe jetzt in Rostock das sehr, sehr gut gelernt, muss ich sagen. Ja. Viel gekocht auch dort. Und es macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Ich koche gerne. Ja, im Hotel geht es natürlich schlechter. Im Hotel geht es leider nicht. Jetzt muss ich sagen, das ist nicht der einzige Nachteil, aber schon so der größte Nachteil, was man hat. Aber wie gesagt, wenn ich wieder kochen kann, dann werde ich definitiv viel kochen. Sehr gut. Lieber Komödie oder lieber Horrorfilm? Komödie, definitiv. Ja? Horror bin ich... Bist du raus? Bei Horror bin ich raus komplett, ja. Ja? Ja, nee, ich mag das nicht. Nicht, wenn es zu gar ist, zu gruselig, zu ja, ich mag, also erstmal haben die Filme meistens keinen Sinn einfach für mich so. Und ich schaue es einfach nicht gerne, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht Angst, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Ja. Aber die haben für mich einfach keinen Sinn, die Filme, wenn man dann einfach nur rumgehacke sieht so. Dann sehe ich dann nicht so gerne. Ja, dann guck ich mir, genau, dann gucke ich mir lieber eine Komödie an und hab dann Spaß. Okay, sehr gut. Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Frühaufsteher, 100%. Echt? Ja, sehr Frühaufsteher sogar. Wann? Ist auch wieder so eine Religionssache. Kommt halt aufs drauf an, ob wir Winter oder Sommer haben. Im Winter stehe ich dann so relativ spät auf, so gegen 7, kurz nach 7. Relativ spät? Ja, also relativ spät, sage ich mal. Zum Morgengebet muss ich dann immer aufstehen. Ja. Und im Sommer ist dann halt sehr, sehr früh, ne? Also 5 Uhr noch was, sowas kann schon... vorkommen, ja. Jetzt gerade, ich stehe schon um 6 auf. Das ist ja
Entspannt. Ja, ja. Für mich schon. Wie gesagt, ich stehe jetzt auch ohne Wecker auf, muss ich sagen. Ja. Das ist einfach so eine innere Uhr, die ich jetzt habe, ja. Okay, krass. Ja, wenn man es gewöhnt ist. Ja, genau. Geht das. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Sehr, ganz, ganz wichtig. Ich habe so einen Putzfimmel. Ein Putzfimmel? Ja, ich bin sehr, sehr pingelig, muss ich sagen. Also ich muss sehr sauber sein zu Hause. Okay. Also achte ich sehr drauf, wirklich. Stört mich dann, wenn das Bett dann ein bisschen schief gemacht ist oder so, das muss alles... Ach so, gleich, das ist alles so... Nee, ich meine jetzt die Bettwäsche, wenn ich dann gefalten habe etc., muss die schon gerade sein. Also ich mag das gar nicht, wenn das unordentlich ist. Ja. Okay. Lieber anrufen oder lieber texten? Texten. Ja? Ja. Texten, anrufen nur, wenn ich lange Fahrten habe, sonst telefoniere ich nicht gerne. Wenn, dann FaceTime. Okay. Das geht noch, ja. Weil ich mag es, wenn man sich entweder sieht beim Reden, so am Telefon kommen dann auch Sachen oft falsch rüber, wenn man telefoniert. Ja. Vor allem, wenn man ernste Sachen telefoniert, so dann finde ich, wenn man dann keine Mimik hat, ja. ist das sehr schwierig, dass die Sachen dann so aufzunehmen, wie man die meint. Ja, voll. Ja. Rostock oder München? München, ne? Yeah. Sag jetzt nichts mehr. Ja, also was soll ich sagen? Ich habe beides Vor- und Nachteile, wie gesagt. Also bei Rostock ist halt das Ding, dass halt einfach Meer dort direkt ist. Das ist schon sehr, sehr cool, wenn man dann einen Strand in der eigenen Stadt hat. Aber München ist halt schon ähnlicher zu Köln, würde ich sagen, als Rostock. Also eine Großstadt, eine Millionenstadt, bin ich schon eher gewohnt auf jeden Fall. Ja. Ja, dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß, München weiter zu entdecken und ganz viel Spaß am Fußball und bei den 60ern und vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke auch.